Moment, hier gibt es gleich eine Frage zu Anfang. So, technische Frage geklärt. Mathe, Gleichung lösen, warum und wozu? Ganz einfach. Wenn wir dann solche Sachen mit Raketen und was wir alles noch vorhaben, wenn wir das alles anstellen wollen, dann müssen wir aber wirklich ein bisschen wissen, worum es geht. Nur mal ein ganz einfaches Beispiel zum Hebel. Hebel, und zwar, wir nehmen mal einen zweiseitigen Hebel. Wir nehmen das mal als Wippe. Nehmen wir mal an, hier sitzt Söhnchen drauf. Tralalala, hält sich hier am Griff fest. Und hier sitzt Papa drauf. Tralalala, bisschen größer. Und hält sich gar nicht fest. Aber Papa ist weiter reingewandert. Warum? Wir kennen das alles. Söhnchen ist leichter als Papa. Und Papa setzt sich deswegen weiter an den Drehpunkt der Wippe ran, damit die Wippe im Gleichstand ist. Das, was dahinter steckt, ist, beide üben eine Gewichtskraft aus. Sagen wir dazu F1. Zu dem Abstand, wie Söhnchen zum Drehpunkt sitzt, ist L1, hier ist L2. Und es heißt also F1 mal L1 ist gleich F2 mal L2. Jetzt nehmen wir mal an, Söhnchen wiegt 30 Kilogramm als Masse. Das entspricht also rund 300 Newton. Und er sitzt 2,50 Meter vom Drehpunkt entfernt. Papa kennt sein Gewicht, der will es am liebsten nicht verraten. Das sind 1200 Newton, also ein bisschen schlimmer. Und er fragt sich, wie weit muss ich denn jetzt ganz genau sitzen, damit unsere Wippe im Gleichstand ist. Das ist das Hebelgesetz. Tja, und jetzt steht hier mal L2. Und jetzt kommt, entweder ich fange an zu raten, das geht auch, oder ich sage, ich nutze dieses Thema Gleichung lösen. Mich stört das, dass hier L2 nicht alleine steht. Was stört wirklich? Mal 1200 Newton, das heißt, ich teile beide Seiten durch 1200 Newton. Mathe ist nur Schreiben, werden wir sehen. 300 Newton mal 2,5 Meter ist gleich 1200 Newton mal L2. Und jetzt mache ich das rote mal in Rot. Und dann sehen wir den Nutzen des Ganzen. Und zwar, ich teile beide, die Profis, die teilen alle mit Bruchstrich, das geht am leichtesten. Durch 1200 Newton. Hier auch. Und jetzt sehen wir den Vorteil, was passiert, wenn ich auf beiden Seiten das so gemacht habe. Ich kürze mal. Und zwar 1200 durch 1200 ist 1. Hier auch. Newton durch Newton ist 1. Man kann auch Buchstaben durcheinander teilen. Und hier kann ich Newton und Newton dementsprechend auch kürzen. Ich kann sogar noch zwei Nullen hier und da wegstreichen. Und jetzt habe ich noch 3 durch 12. Ah, naja, das kann ich auch noch mal kürzen. Durch 3 ist 1 und hier ist es 4. Und meine ganze Matheaufgabe besteht jetzt aus Folgendem. Ich mache das mal bunt, damit, oder ich highlighte das mal, damit man sieht, was hier übrig bleibt. Eine 1 bleibt übrig, eine 1, 2,5 Meter bleibt übrig, hier bleibt eine 4 und hier unten eine 1. Hier drüben bleiben lauter Einsen und dementsprechend steht da L2 alleine. Also, wenn wir das mal sauber abschreiben, steht da noch 2,5 Meter mal 1 kann ich mir schenken durch 4 ist gleich L2. Na, das lässt sich machen. 2,5 durch 4. Wie kann man das leichter lösen? Vielleicht könnte man das ja mal erweitern. Mal 25. Ich mache das mal. Mal 25 mal 25. Oben und unten. Was passiert? 4 mal 25 ist 100. 25 mal 2,5 ist 62,5. 25 mal 25, 625, wisst ihr ja, ne? Das Meter muss ich mit abschreiben. Ist gleich L2. Und ich brauche keinen Taschenrechner. Ich kann nämlich sagen, 62,5 durch 100 ergibt durch 100 zwei Nullen. Also rutscht das Komma zwei Stellen nach vorne. 0,625 Meter ist gleich L2. Schwupp. Ich habe die Aufgabe gelöst, also das könnte Papa selbst hier auf der Rutsche machen, wenn er ein bisschen im Kopf rechnen kann. Das ist der Sinn des Gleichungslösens. Jetzt könnte ich noch lauter Beispiele nehmen aus der Physik. Nebenbei, das erinnert uns ja hier an was, ne? Wie nennt denn sich dieses Hebelgesetz auch anders? Wie könnte ich das sagen, was ich an Kraft einspare? Ja. Was ich an Kraft einspare, muss ich am Weg zulegen, ganz genau. Indirekte Proportionalität steckt dahinter. Und genau das ist es, das ist das goldene Gesetz, oder die goldene Regel der Mechanik. Ganz genau, hier, das ist die goldene Regel. Deswegen habe ich es auch schön gold gemacht, ne? Goldene Regel.
der Mechanik. Ganz genau. Schön. Also dafür braucht man auch Mathe zum Beispiel. Aber noch was. Mathe ist gleich Schreiben. Das mache ich mal rot. Mathe ist gleich Schreiben. Das sieht man. Das sieht man an der Stelle ganz besonders. Wir hatten gesagt, naja gut, okay. Ich schreibe mal lieber eine Zeile mehr, aber da kann ich mit diesen Tricks Regiestrich und so, sag ich mal ganz bewusst, oder hier mit Erweitern und so, kann ich ganz schnell Sachen ausrechnen, die könnte ich sonst gar nicht überblicken. Noch was, wir hatten in der Zwischenzeit uns mal zusammen hier noch eine Formel vorgenommen, und zwar die hier. Ja, und durch das Schreiben, durch das Umschreiben wird die immer kleiner, immer leichter, und ich kann, das hatte ich gesucht, V, ich kann letztens V so isolieren, dass ich dann die Lösung rauskriege und dann kann man hier einsetzen. Damit wir jetzt ganz sicher sind, werden wir zum Gleichunglösen nochmal ein paar Übungen machen, damit ihr ganz sicher werdet. Wir nehmen alles Mögliche querbeet. Bin mal gespannt. Grundsätzlich, Partnerarbeit ist angesagt. Das heißt, ihr diskutiert das zusammen durch. Deswegen sitzt ihr auch so eng zueinander. Ne? Achtung, es geht los. Nehmen wir mal folgende Formel erstmal nochmal zur Einstimmung, damit wir uns warm rechnen. Beispiel 25x plus 30 ist gleich, ach, was weiß ich, auch was Schönes, 75. Machen wir es mal so. Schießt mal los. Wir sind uns einig, minus 30. Genau, erster Schritt, minus 30. Wer nicht klarkommt, schreibt die Formel nochmal ab, so wie sie stand. Wie ich sie jetzt in schwarz abschreibe. Hier ein bisschen Lücke lassen, immer die Gleichheitszeichen untereinander. Ne, hat sich nicht geändert. So, jetzt mache ich das nochmal in blau, minus 30. Jetzt sieht man deutlich, was passiert. Und das schreiben wir in der nächsten Zeile sauber ab. Diese Zeile hier, ich sage immer gerne Zwischenzeile, die hier. Diese Zeile, die wird später nicht mehr nötig sein, wenn man das mit links macht. So, schreiben wir sie mal sauber ab und dann melden wir uns wieder. Bis hierhin sind wir uns soweit klar. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, ich male es mal in rot dazu. Wenn da steht 25x, das ist genauso, als wenn man sagt 25 Euro. Dann sagt man auch nicht 25 mal Euro, obwohl das eigentlich mathematisch gemeint ist. Ich mache mal einen Punkt dazwischen. Und jetzt müsste klar werden, was jetzt wieder als Regiestrich nötig ist. Es stört mal 25. Regiestrich durch 25. Und jetzt ganz stur, ich schreibe es wieder hin. 25, jetzt schreibe ich das mal nochmal mit. Macht man nicht. Hier durch 25, nee, ich wollte es ja in blau dann machen. Moment, ist gleich 45. Und jetzt in blau, was ich gemacht habe. Durch 25, immer auf beiden Seiten. Mal sehen, was passiert. Wir kürzen uns mal ran. Hier wird nichts Besonderes passieren. Ne? Hier bleibt danach dann ein x übrig. Und 25 und 45 sind beide durch 5 teilbar. Hier bleibt eine 5 und hier eine 9. Schluss, aus. Mehr machen wir jetzt nicht. Jetzt schreiben wir also neu. X mal 1 durch 1 können wir uns schenken. Ist gleich 9 Fünftel. Over. Fertig. Nächste Übungsaufgabe, abschreiben, Video anhalten und wir lösen die dann alle gemeinsam. Kurz gesagt, ich habe jetzt nochmal hier geschrieben, was ich dann gemacht habe. Also plus 90 ist klar. Jetzt habe ich 180 plus 90, andere Seite 81x minus 90 plus 90. Zu dem Zwecke, dass die 90 verschwindet, die schwarze. Wenn ich jetzt sage, jetzt sauber zusammenfassen, bleibt hier 270, hier 81x. Ich teile durch 81, kann jeder dann selber sehen. Jetzt zeige ich das Ganze mal hier, dieses ganze Ding. Ich mache das mal anders. Noch was. Es ist nicht schlimm, wenn x auf der rechten Seite steht. Es ist ja egal, ob ich sage, 10 Drittel ist gleich x oder x ist gleich 10 Drittel. Das wissen wir noch aus der ersten oder zweiten Klasse. Ne? So, jetzt mache ich es mal nicht klapps rückwärts. 12x minus 3 ist gleich 20. Machen wir es mal so. Jetzt sage ich, ich teile mal schon durch 12. Also, was ich jetzt mache, mache ich mal in Rot. Das ist nicht gut. Durch 12. Achtung, da muss ich alles durch 12 teilen. Dann heißt das 12x minus 3 ist gleich 20. Und jetzt durch 12, durch 12, durch 12. Ich muss alles teilen. Und das macht das Problem aus. Ja, hier kürzt sich. Hier ist in Ordnung. X steht hier für sich. Hier habe ich ein Viertel. Und hier habe ich, durch 2 kann ich, dann habe ich 6 Zehntel. Ach, kann ich vielleicht nochmal kürzen. Ne? Kürzt mal nochmal.
Das ist 5 Drittel. Jetzt guckt euch mal an, wie kompliziert das ganze Ding geworden ist. Moment. So, jetzt wenn ich das mal sauber abschreibe, bedeutet das x minus 1/4, ja, 1/4 ist gleich 5/3. Habe ich es jetzt leichter? Ne, es wird immer schwerer. Also wenn ich sage, okay, klapp's rückwärts, die können nicht alle mal, ich mache das jetzt auf meine Art, dann bastle ich mir hier Schwierigkeiten. Gut, die 1/4 muss ich noch loswerden. Machen wir es mal Tippeltappeltur. Minus 1/4, schön. X minus 1/4, plus 1/4 natürlich. Minus 1/4 plus 1/4, das hebt sich auf. Und 5/3 plus 1/4. Ah, das muss ich auch noch gleichnamig machen. Na gut, kann man ja, ist ja nicht schwer. Aber merkt ihr was, die Aufgabe wird immer größer. Das ist das Problem an dieser ganzen Geschichte. Kann man machen. Also x. Und jetzt machen wir hier 1/12 draus. Mal 4 erweitern, ne? Und hier mal 3 erweitern. Dann habe ich hier 20/12. Und hier habe ich 3/12. 23/12. Naja, schön ist nicht. Gut, lassen wir das. So, wie gesagt, wenn man das so machen will, macht man sich selber das Leben schwer, ist nicht schön. Wenn man es so macht, geht es wesentlich schneller. Aber man kann auch mit Buchstaben rechnen. Wir nehmen nochmal unser erstes Beispiel. Da stand F1 mal L1 ist F2 mal L2. Wir stellen mal um nach F2. Das heißt, umstellen nach F2 bedeutet, F2 soll alleine stehen. Macht das mal als Übung. Ganz tippeltappeltur. An sich ist das jetzt nicht gefährlich. Es stört mal L2, also durch L2. Dann heißt die nächste Zeile F1 mal L1 durch L2 ist gleich F2 mal L2 durch 2. Das kann ich mir sparen, also F2. Peng. Wozu macht man das? Ganz einfach. Es gibt oft genug Fälle, da wäre das umständlich. Ja, ich nehme mal ein Beispiel. Da wäre das umständlich, wie folgt vorzugehen. Nehmen wir mal an, gegeben, Rho von Eisen ist 7,8 Kilogramm pro Kubikdezimeter. So, und wir haben ein Volumen von, meinetwegen, 4 Kubikdezimeter. Wenn jetzt die Masse gesucht ist, also wie schwer sind 4 Kubikdezimeter Eisen, dann geht die Lösung leicht. Man sagt, Rho ist gleich M durch V. Und jetzt kann man, jetzt gibt es zwei Wege. Entweder ich sage, okay, ich setze ein, was ich weiß. Hier setze ich richtig 7,8 Kilogramm pro Kubikdezimeter als Rho. Jetzt kommt mein ist gleich. Weiß ich M? Nee, weiß ich nicht. Also schreibe ich M. Und V ist, abschreiben, 4 Kubikdezimeter. Was muss ich machen, damit M alleine steht? Denn M ist ja gesucht. Richtig? Genau so. Jetzt muss ich mal 4 Kubikdezimeter nehmen. Aber naja, ihr werdet es gleich sehen. Jetzt steht auf der linken Seite 7,8 Kilogramm mal 4. Naja, warte mal, das mache ich mal in blau. Mal 4 Kubikdezimeter geteilt durch Kubikdezimeter ist gleich M. Jetzt bin ich in einer ganz guten Lage, denn was kann man machen wieder? Man kann sagen, okay, ich kürze, die Kubikdezimeter fliegen raus und es bleiben Kilogramm übrig. Das ist gut. Ne? Kilogramm, das ist ja gewollt. Und 8 mal 7,8 mal 4, rechnen wir es aus, 4 mal 8 ist 32, 4 mal 7 ist 28 und 3 ist 31. Wo kommt das Komma hin? Rund 4 mal 8 ist 32, also muss das Komma hier hin. Kilogramm. Die gekürzten Einsen und so weiter, die übrig bleiben, die kann ich mir schenken. Ich bin fertig. Das zum Schreibaufwand. Wenn ich das anders löse, jetzt kommt die andere Variante. Indem ich nämlich erst die Buchstaben hinschreibe und umstelle, dann sage ich, M muss alleine stehen. Also sage ich, na gut, ich wollte es nochmal hinschreiben. Rho ist M durch V. Jetzt sage ich, okay, mal V, damit M alleine steht. Also ergibt sich Rho mal V ist M.
Wenn ich jetzt hier einsetze, dann habe ich diesen gleichen Term, der hier, also diesen, der rückt dann an die Stelle. Dann bin ich schon nahezu fertig, setze ich das ein. 7,8 Kilogramm mal 4 Kubikdezimeter geteilt durch diese Kilogramm pro Kubikdezimeter. Das ist dieses hier, das gehört zu Rho, ist gleich M. Lande ich auch an der Stelle. Ich habe nicht unbedingt eine Zeile gespart. Vergleichen wir mal. Erste Zeile, zweite Zeile, dritte Zeile. Und auch hier komme ich auf die 31,2 Kilogramm und habe es auf einen Schlag beinahe fertig. Aber eins ist, hier schleppe ich einen Haufen Schreiberei mit mir rum. Und wer viel schreibt, der sieht zwar viel durch, aber letzten Endes kann er sich schnell mal einen Fehler reinholen. Das ist nicht Sinn und Zweck. Deswegen lasst uns jetzt mal erst das üben und dann das einsetzen. Wir brauchen das mal für James Bond. James Bond, wenn ihr die alten Filme guckt, da werfen die sich mal schnell Kisten zu. Die Kisten sehen so aus. Merkt ihr was? Ich fasse schon in mathematischer Kurzform zusammen. Ich mache mal eine Skizze. Die Kisten sehen ungefähr so aus. Wenn sie Gold haben, dann sind die Kisten ungefähr 30 cm lang, 20 cm. Das sind die kleinen Goldkisten. Und 10 cm hoch. So. Jetzt werfen die sich aber immer, vor allem wenn es schnell gehen muss, die Kisten zu und wir fragen uns, wie viel Masse werfen die Kerle sich zu? Lösung ist relativ einfach. Es ist nämlich noch was gegeben, nämlich Rho von Aurum, von Gold, ist rund 19 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Jetzt brauche ich natürlich die Möglichkeit wieder M. Das geht leicht. Rho mal V ist M. Rho mal V ist M. Haben wir V schon? Nee, und daran scheitert es. Wie kann ich jetzt ganz schnell ausrechnen das Volumen dieser Kisten? guckt mal, das sind 20 Zentimeter. 20 Zentimeter sind aber 2 Dezimeter. Das sind 3 Dezimeter. Das ist 1 Dezimeter. Ich halte mir die Nullen vom Hals und kriege das Volumen in Kubikdezimetern raus. Wo der Vorteil ist, werden wir gleich sehen. Also, V ist gleich 2 mal 3 mal 1 ist 6 Kubikdezimeter. Denn Dezimeter mal Dezimeter mal Dezimeter ist Kubikdezimeter. Okay, ein Zwischenergebnis. Jetzt kann ich dieses V hier einsetzen. Und dieses Rho, das kann ich auch hier einsetzen. Und dann werden wir gleich sehen, was rauskommt und ein bisschen staunen. Ich schreibe jetzt mal hier auf. Nee, ich mache doch auf der nächsten Seite weiter. So, Rho von Gold ist 19 Kilogramm pro Kubikdezimeter. 19 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Mal V hatten wir gerade ausgerechnet. 6 Kubikdezimeter. Das wird M werden. 6 mal 20 ist 120. 6 mal 19 ist 114. Das wäre die Zahl. Die Kubikdezimeter kürzen sich raus. Das waren die kleinen Kisten, die sich mal nebenbei zuwerfen. Mit 114 Kilo werfen. Das ist viel schwerer als ich. Und ich bin schon 90 Kilogramm schwer. Wow. Also, okay. Was haben wir da bei der ganzen Sache wieder mal gesehen? Wir müssen uns mit solchen Kram beschäftigen, damit wir ein bisschen schneller nachdenken können. Und mir geht es nicht darum, dass der Film dann Mist ist, bloß weil die sich da mit 100-Kilo-Kisten was zuwerfen, sondern mir geht es darum, mal klarzumachen, dass die uns doch manchmal schon ganz schön einen Glauben machen wollen, glauben lassen machen wollen. Naja, gut, okay. Machen Pause. Ich hatte gesagt, wir machen noch so ein Gedankenexperiment und zwar, jeder kennt diese ganz schmalen Sportboote, wo ein einer ist zum Beispiel so ein ganz schlankes Boot, schlank, damit es eben nur einen Mann trägt und ganz schnell vorwärts kommt und so weiter. Wir machen mal ein anderes Boot und zwar nicht dieses, sondern wir nehmen mal bloß einfach in Gedanken an, Graf Dracula wurde ja damals in eine Kiste gesperrt und dann wurde er aufs Meer geschoben. Und diese Kiste, die lassen wir mal 1 Meter breit sein, 2 Meter lang, damit Dracula reinpasste und einen halben Meter hoch. Das Volumen ist ganz leicht auszurechnen, ne? 1 Meter mal 2 Meter sind 2 Quadratmeter mal 0,5 Meter sind 1 Kubikmeter. Also das Volumen ist leicht.
ein Kubikmeter. Jetzt nehmen wir mal Folgendes an. Diese Kiste, die tauchen wir mal so tief ins Wasser, dass sie gerade so schwimmt. Also hier ist Wasserlinie. Gerade so. Dann verdrängelt die doch, denn wir wissen ja, wo ein Stoff ist, kann kein anderer Stoff sein, verdrängelt die doch genau ein Kubikmeter Wasser, logisch, ne? Und das ist genau die Tragfähigkeit der Kiste. Ein Kubikmeter Wasser. Jetzt rechnen wir mal. Und zwar, gesucht ist das hier. Die Masse von einem Kubikmeter Wasser. Wie gehen wir da ran? Rho von Wasser ist, wie viel? Die Dichte von Wasser, Rho H2O schreibe ich mal, das geht am schnellsten, ist 1 Kilogramm pro Liter. Beziehungsweise, ich schreibe jetzt mal nicht Liter, sondern pro Kubikdezimeter. Naja. Und Rho ist M durch V. Wir haben V, wir haben Rho. Und wir wollen M, also ist das wieder leicht, mal V, ne? Dann haben wir Rho mal V ist gleich M. Und wenn wir das jetzt hier einsetzen, wird Folgendes passieren. Jetzt setzt das mal ein und kürzt das mal, nur diese Formel. Rho mal V ist gleich M und die gegebenen Größen, also 1 Kubikmeter und so weiter. Setzt das mal ein. Gut, wir haben das eingesetzt, jetzt kommen wir aber an eine Grenze, wenn wir sagen 1 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Und auf den Bruchstrich können wir gleich diesen einen Kubikmeter schreiben, ist gleich M. Jetzt haben wir ein Problem. Kubikdezimeter und Kubikmeter, die vertragen sich nicht. Also müssen wir es anders machen. Machen wir da daraus 1000 Kubikdezimeter und dann klappt das. Mal 1000 Kubikdezimeter. Und jetzt bin ich in einer glücklichen Lage, jetzt kann ich die Einheiten rauskürzen, die nicht mehr nötig sind. Und es bleiben übrig 1000 Kilogramm. Könnte man in die Kiste packen, dann würde sie gerade so noch schwimmen. Also Dracula mit seinem wahrscheinlich maximal 100 Kilogramm, obwohl der war leichter, glaube ich, der hat da locker in der Kiste ausgehalten. Jetzt könnte man sich ja überlegen, wenn jetzt Schüler so um die 50, 60 Kilogramm wiegen, wie groß müssten die Kiste sein? Ja, die müsste, wie viel Kubikdezimeter fassen? Also ich schließe das Video an der Stelle erstmal ab. Wir machen mal mit einer ganz anderen Geschichte weiter.